So, hallo Freunde, ich bin wieder da. Im letzten Teil, da habe ich die Zeit ein wenig eingeholt. Die 15 Minuten kamen dann schneller, als ich gedacht habe. Gut, wir machen jetzt hier weiter im nächsten Teil. Ich habe mir auch Verstärkung mitgebracht, und zwar der Finders 88 ist hier. Ja, hallo liebe Leute. Genau, wir kommen uns gerade vor, ein wenig bekloppt vor. Wir sitzen hier gerade wie im Radiostudio an einem Mikro, ungefähr 5 cm beieinander. Es ist sehr lustig, wir haben es versucht via Headset, es hat nicht geklappt, jetzt machen wir es so. Wir hoffen, das hört sich einigermaßen gut an und ja, ihr könnt uns auch einigermaßen verstehen. Ja, da ist etwas frisselt im Hintergrund, wir schauen einfach mal. So, ich versuche jetzt hier das mal so zu machen. Wir reden jetzt hier mal mit ihm. Hören Sie? Ja. Was wissen Sie über Platos verlorenen Dialog? Ich bin derjenige, der ihn übersetzt hat. Das kann ich behaupten. Ich hätte jetzt Angst, dass sie wären hier, um die letzte Kopie zu holen. Aber jemand namens Smith war vor ihnen da. Oh nein. Kam ein bisschen verspätet, der Einsatz. Was wissen Sie über einen Mr. Smith? Er kam hier letzte Woche vorbei. Ein großer Mann mit deutschem Akzent und einer Pistole. Er hätte alle die wertvollen Souvenirs stehlen können. Aber er wollte nur den verlorenen Dialog. Ich glaube, ich stelle das mal eine Spur schneller ein. Ja, ich glaube. Was können Sie uns über den Tempel erzählen, da hinten? Gut, dass Sie fragen. Ne? Die Bewohner hier glauben, die Maya-Indianer hätten ihn gebaut. Nun frage ich Sie, kann das wirklich ein Werk von primitiven Wilden gewesen sein? Sieht es nicht viel zu zivilisiert aus? Können wir mal einen Blick hineinwerfen? So ganz klein? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht ein paar verschrobener Touristen sind? Ich zeige den Tempel nur anerkannten Wissenschaftlern. Was? Im Hintergrund. Genau. ich bin Indiana Jones. Ist das gut genug? Indiana? Klingt mehr nach dem Namen eines US-Bundesstaates. Oder wie der einer Hauskatze. Na dran, so hieß der Hund der Familie. Sophia! Ich würde wirklich gerne den Tempel erforschen. Nennen Sie mir den Namen des verlorenen Dialogs von Plato. So, das hatten wir jetzt eben schon, weil wir müssen das jetzt nochmal aufnehmen. Da wissen wir jetzt, wenn wir jetzt hier drauf gehen, ich weiß den Namen nicht. Kommt. Titel. Vom Papagei. Nun, zumindest sind Sie ein ehrlicher Mann. So, und jetzt können wir diesen Papagei nach diesem Titel befragen. Quack. Titel? Hermokrates. Ein Freund von Sokrates. Quack. Genau, und mit der Information können wir jetzt dann nochmal hier rein. Stopp. Ich bitte um Verzeihung. Da können Sie nicht hinein. Der Tempel ist nicht sicher. Das glaubt. Natürlich, eben durft man nicht rein, weil wir keine Forscher sind. Jetzt ist er nicht sicher. Entschuldigen Sie? Ja. Wegen der Tempelerforschung. Nennen Sie mir den Namen des verlorenen Dialogs von Plato. Ja, dank des, kennen wir den ja jetzt, der Hermokrates. Das ist es. Richtig. Quack. Nun, dann vielleicht hatte ich Unrecht. Sie scheinen zu wissen, was Sie tun. Kommen Sie bitte mit. Ja. Ich traue dem Kerl nicht, Indy. Ich weiß, was du meinst. Ich auch nicht. Kommen Sie. Hier sind wir. Mal sehen, ob Sie was herausfinden. Ja, und aufgrund der Tatsache, dass wir das ja eben hier schon mal hatten, wir haben uns dann jetzt hier diese Spiralmuster angeguckt. Dieses hier sieht anders aus, tiefer geritzt. Hier drüben, das zeige ich euch auch nochmal, oder zeigen wir euch mal, eingeritzte Symbole von Wasser und Leben. So, um jetzt hier aber was zu machen, müssen wir den Steinert beschäftigen. Also, Sophia, lass uns reden. Wie dominant. Was ist los? Könntest du mit Sternhard reden und ihn ablenken? Okay. Dr. Steinhard, ich würde gern mit Ihnen reden. Da hinten. Schön kuschelig, wieder in der Ecke. Ja, genau. In der Zeit, bla bla bla, wo die da hinten reden, können wir rausgehen und uns draußen am Souvenirstand die Petroleumlampe holen. Ganzen tollen Souvenirs. Genau, und gut, dass dieser Plagegeist Sternhard nicht da ist.
super. Also, ich würde da sofort zuschlagen. Ja, genau. Am besten auf den Steinhardt. Ich würde den ganzen Stand mitnehmen hier. Hallo Indy, rein da. So. Jetzt kommt da gleich wieder die... Entschuldigen Sie, ja? Ja, was denn? Mal sehen, was Ihr Freund da macht. Ja, das hatten wir eben schon mal. Öffne Petroleumlampe. Schau an. So, mit dieser offenen Petroleumlampe können wir hier... Sie haben also meine Lampe genommen, wie? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Sehen Sie! Das Petroleum hat den Dreck gelöst. Unglaublich. So, und jetzt können wir dieses L-Muster nehmen. Nun habe ich es. Da, 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 da. Hervorragend. Ja. Ja, Freunde, damit ist das Spiel beendet. Nein. Mit diesem komischen Lüssel können wir jetzt diesen Tierkopf hier bestücken. Das passt perfekt. Nun sieht es aus wie ein Elefant. Nun sieht es aus... Unglaublich. Nun sieht es wie ein Elefant aus. Na so. Wenn wir jetzt diese Nase hier ziehen... Klick! Sieh mal einer an. Unbeschreiblich. Gelobt sei der Herr. Die Gruft eines atlantanischen Königs. Hier ist eine kleine Steinscheibe mit Bildern von Land und Wasser. Ich bin sicher, das ist ein Weltstein. Endlich habe ich das Ding. Leb wohl, ihr Suchenden. Warten Sie! Oh nein, er ist verschwunden. Ja, und hier haben wir eben genau an dieser Stelle Schluss gemacht und haben dann festgestellt, es hat nicht geklappt. So, deswegen, ja, bist jetzt hier weitergemacht. Ich denke mal, wir schauen uns diese glitzernde Perle mal an, denn er hat was. Sieht wie ein Oschi. Oschi? Was? Oschi? Orichalcum. Danke. Aus. So, und das können wir nehmen, denn er hat das übersehen. Pech für Sternhardt. Er hat eine... Orichalcum-Perle übersehen. Danke. So, ansonsten haben wir da nichts. Wer weiß. Vielleicht ist es das Grab eines atlantanischen Königs. Ja. Hier können wir, denke ich mal, nichts mehr machen. Deswegen gehen wir mal hier raus. Ja. Sternhardt ist hier auch weg. Nein, nicht wieder in den Tempel irgendwie. Hier rum. Weg um den Dschungel. Den Sophie ihm genommen hat. Finde ich auch eigentlich sehr schön. Weißt du, er macht sich den Weg durch den Dschungel und sie halt einfach einmal außen rum. Na. Naja. Lass uns zum Flughafen fahren. Wir wären ja nicht Indiana Jones, wenn wir das nicht schaffen würden. So, aber wohin jetzt? Ich würde jetzt nach Island fliegen, ganz ehrlich. Richtig, da können wir ihm die Perle andrehen, ne? Ja, so ähnlich. So ähnlich, okay. Da, 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 da. Ja, du sagtest es, da kommt es auch im Hintergrund. Ach nee, ich glaube, der Professor ist jetzt da eingefroren, ne? Genau, der arme Kerl ist eingefroren. Genau, und wir können den Aal... Ja. Genau. Wie man sieht, der Aal hängt immer noch im Eis. Oh, steif gefroren, Eintalm. Zu schade, er ist steif gefroren. Er war von seiner Arbeit wohl zu begeistert. So, und was haben wir hier? Eisbedecktes Objekt. Sieht aus, als hätte Heimdall den Aalkopf freigelegt. Genau, und den nehmen wir jetzt. Ich komme nicht durch das Eis. Ja, jetzt benutzt einfach nochmal die Orichalcum-Perle mit dem Aal. Das sieht ja also schon sehr verdächtig aus. Es passt perfekt. Uff. Ja. Sieh nur, sie hat sich selbst aus dem Eis geschmolzen. Unglaublich. Genau, jetzt können wir das endlich nehmen, Aalfigur. Es ist eine Bronzefeder. So, und jetzt damit nochmal zu den Azoren, ne? Genau, damit nochmal zu den Azoren und versuchen, dem Alten das anzudrehen. Ja, weil er wollte ja unbedingt ein Artefakt haben. Ja. Und da das Teil mit Orichalcum reagiert, wissen wir ja, dass es auf jeden Fall... Wie spricht man das aus? Orichalcum. Oregano. Okay. Orichalcum. Den Opi finde ich auch klasse. Ja, wieder mit Sophie am Flirten ist, ja, ne? Ja, genau. Vor allen Dingen hast du mal geguckt, der hat auch nur einen Zahn vorne drin, so sieht es zumindest aus. Ja. Das ist so dieser typische LucasArts-Flair. Auch die Melodie finde ich im Hintergrund, die finde ich herrlich. Ja, super gemacht. So, geh mal ein bisschen schneller. Ich glaube, jetzt kannst du direkt mit Indy mit ihm reden, ne? Ja, denn verhandeln wollte er nur mit ihm. Genau. Klopf, klopf. Mr. Costa? Sie schon wieder. Was wollen Sie? Wir müssen auf die Toilette. Wie wäre es mit einem kleinen Handel? Okay. Was haben Sie?
dieses vergriffene Archäologie-Magazin. ich biete diese geheimnisvolle Aalfigur. Nun, das sieht irgendwann interessant aus. Abgemacht. Woher kommt er da raus? Nun hören Sie genau zu. Ich weiß nicht, wo er geografisch zu finden ist, aber der verlorene Dialog von Plato ist in der Pia-Sammlung. Verstanden? Ich glaube schon. Die Pias-Sammlung oder so ähnlich. Sehr gut. Wäre nett, mit ihm Geschäfte zu machen. Fehlt eigentlich nur das Mr. Bond. Die Pia-Dings-Sammlung, weißt du was, Sophia? Ich glaube, das Barnett College besitzt die Pias-Sammlung. Ja, also wieder zurück nach New York. Genau. Ach, oh, ein Versuchslabor irgendwo in Deutschland. Dr. Übermann? Fantastische Neuigkeiten. Ja. Kerner, na endlich! Sehen Sie, was Herr Jones uns freundlicherweise überlassen hat. Was zum Teufel ist das? Ist es nicht unglaublich? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Sie Narr! Sie kommen wieder, um mir diesen prähistorischen Schnickschnack zu zeigen. Doktor? Ich bin sicher, dieser Schnickschnack, wie Sie ihn nennen, stammt aus der verlorenen Stadt. Dann haben wir versagt. Ich sehe keinerlei Anzeichen für das magische Metall, das Plato erwähnte. Sehen Sie hier. Im Boden versteckt sich diese kleine glänzende Perle. Lass mal gucken. Und sie glitzert wie Feuer. Genau wie Plato es beschrieb. Ich würde vermuten, Sie haben gefunden, wonach Sie suchen. Ich vermute nicht. Ich muss es ausprobieren. Es lebt! Mein Gott! Ja. Wir haben es geschafft! Die Energie des Urans ohne jede radioaktive Strahlung. Und diese amerikanischen Wissenschaftler ahnen nichts. Das bringt mich auf eine Idee. Angenommen, ich stecke die Perle in den Mund all der Statue. Da geht die voll ab. Ja, wie eine Ratte. Off track. Tom und Jerry. Boah. Haben Sie das gesehen? Denken Sie an Lastwagen, die von Perlenenergie beziehen. Denken Sie an Panzer. Oder an Flugzeuge. Benutzen Sie Ihre Fantasiekerner. Denken Sie groß, wie die Amerikaner. Denken Sie an Bomben! World Trade Center. Ja, Freunde, die Zeit. Ich hoffe, die reden jetzt hier nicht mal allzu lange. Nee, das ist nur noch eine ganz kurze Sequenz, meine ich. Minute. Na, ich glaube, die Zeit haben wir noch. Jetzt muss ich ja beide sprechen. Also, warum schleppst du mich hierher? Okay. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir beenden jetzt hier den Teil. Wir sehen uns im nächsten wieder. Ende wir bei 18. Adieu. Und tschüss, liebe Leute.